Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. Es gibt Neuigkeiten zu Season 8. Zwei Events werden aller Voraussicht nach zurückkommen, zwei beliebte Events. Es wird einen Gibby-Nerf in Season 8 geben und da regen sich viele auf. Mag sein, dass er den Nerf ein kleines bisschen verdient hat auf sein Waffenschild, aber im Vergleich zum Event, was morgen am 5. Januar startet, haben sich sehr viele und das auch zu Recht aufgeregt, dass Caustic einen Buff bekommt und Gibby kriegt dann einen Nerf in Season 8. Das passt irgendwie nicht zusammen und alle sind sich einig, der Caustic hat keinen Buff nötig und auch nicht verdient. Ich spare mir jetzt die Begründungen von Respawn zu nennen. Sie meinten nur grob, naja, der ist jetzt nicht gerade... Er ist weak, weak. Er ist weak, sagst du, wenn du runtergeschossen bist. Ich bin weak. Er braucht's halt. Er hat's ganz, ganz dringend nötig. Ich habe keine Ahnung, was sich Respawn ganz ehrlich dabei denkt. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, ob ihr das für nötig haltet für jeden Caustic-Spieler hier. Main in Klammern Klaus. Ihr werdet euch freuen. Aber Gibby Nerf. Gibby bekommt speziell einen Nerf auf sein Gunshield, auf sein Waffenschild. Wenn er einen Gegner anvisiert, hält er ja so ein Schutzschild vor sich. Und nach 9 Sekunden, wenn das runtergeschossen ist, nach ca. 9 Sekunden ist das wieder hochgefahren und hat wieder die volle Kraft. Und in der letzten Season wurde Gibraltar so stark genervt. Quasi seine Ulti nach 1,5 Minuten war die normalerweise voll, jetzt sind das 3 Minuten und das fand ich schon eine enorme Sache und die Pickrate ist dadurch ein Stück weit nach unten gegangen und mit dem Gunshield-Nerf könnte das jetzt noch geringer werden. Auch hier gerne in die Kommentare, haltet ihr es für nötig, dass Gibraltar diesen Nerf verdient hat. Was haben wir noch? Viele denken, und da habe ich auch ein paar Kommentare zum letzten Video bekommen, dass ich einen Mirage-Buff vergessen habe. Dem ist nicht so. Der Mirage soll Footsteps auf seine Doppelgänger bekommen. Die gab es früher schon, die Footsteps. Die wurden noch nie gefixt, weil irgendwann funktionierten die Step-Sounds der Decoys nicht mehr. Und das soll jetzt gefixt sein oder gefixt werden. Und mit dem morgigen Event sollen die Decoys alle Footsteps erzeugen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zwar geil, aber ich wäre der Meinung, was ist mit den Footsteps der Gegner? Ich höre die Footsteps meiner Mates extrem laut, die Gegner aber von 10 Gunfights höre ich die Steps der Gegner einmal. Und das finde ich enorm wichtig und das ist für mich wichtiger als die Decoys von Mirage wieder zu fixen. Wie gesagt, das ist kein Buff, es ist einfach nur ein Fix, das dazu. Und es sollen in Season 8 2 beliebte Events zurückkommen, auch mit den geilsten Skins mitunter. Und zwar einmal das System Override Event und einmal das, na wie hieß es, System Override und naja, ich hab's gleich. Hier haben wir erstmal vom System Override die Skins, damit ihr schon mal wisst, was zurückkommt. Diese Skins für sämtliche Legenden sollen zurückkommen. Sehr beliebte Skins, sehr geile Skins. Dann haben wir die beiden noch. Ich habe mir jetzt die Mühe gespart, um jedes einzeln auszuschneiden und extrem groß zu zeigen. Hier noch ein paar Waffenskins, die zu dem System Override Event gehört haben. Wobei ich bei dem linken hier, bei der Alternator, ich dachte ehrlich gesagt, dass es ein Battle Pass Skin war. War es Season 5 oder Season 4, schlagt mich tot. Und hier haben wir, das Iron Crown Event, genau, das war glaube ich in Season... Boah, ich glaube, das war in Season 2. Das ist, glaube ich, das Event, was die geilsten Skins rausgehauen hat. Alleine der dritte Skin, der Lifeline Skin, ist ein extrem beliebter Skin. Und der ist auch sehr, sehr, sehr selten. Und auch der Wraith und der Watson Skin sind extrem selten gesät. Die sieht man extrem wenig im Spiel. Dann haben wir noch die beiden Skins, die jetzt nicht so spektakulär sind. Auf jeden Fall waren das zwei Events, die ich auch sehr, sehr gefeiert habe von den Skins her. Auch hier der Alternator Skin ganz am Anfang, der sieht extrem edel aus. Auch der G7 Skin ist absolut stark. Und der Rest ist so relativ okay. Okay, die RE45 vielleicht noch. Dann haben wir noch Prolaw, Triple Take und Mosambik. Auch nicht so der Rede wert, aber an sich ganz geil. Und die beiden Skins, der Wingman und der Longbow-Skin, die konnte man sich über In-Game-Challenges erspielen. Alles andere musste man sich wie immer kaufen. Ladies and Gentlemen, das war schon wieder mein News-Update. Lasst mich wissen, was ihr von den Informationen haltet. Vor allen Dingen geht gerne mal ein bisschen auf die Diskussion ein, Caustic.
Buff und Gibraltar Nerf muss das unbedingt sein. Und ja, wenn das so weitergeht, ich hoffe, dass sie die einzelnen Legenden nicht zu sehr kaputt nerven. Wir wissen, was mit Pathfinder passiert ist. Und dasselbe droht scheinbar auch Gibraltar, auch wenn der wirklich als Gegner sehr, sehr belastend sein kann mit seinem Gunshield. Keine Frage. Aber naja, wir werden mal sehen. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Wie immer einen Daumen nach oben da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Und wie gesagt, morgen startet das neue Event um ca. 19 Uhr und am Mittwoch gibt es dann einen Livestream dazu. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.